Hallo und willkommen zu einem neuen Aquarellvideo. Und zwar diesmal aus Spanien, aus Mallorca. Und dort gibt es noch relativ ruhige und auch noch von Touristen unbevölkerte Strände wie eine Bucht in Cala Morlanda. Das ist an der Ostküste Mallorcas. Ich male wieder nach einem Foto und am besten ist es, um sich nicht von den Farben zu stark beeinflussen zu lassen, wenn man dieses Foto auf Schwarz-Weiß umsetzt und dann danach eine Skizze anfertigt. Bei mir sind die Skizzen immer sehr klein, damit ich nicht zu viele Details erfasse. Und so soll es dann letztendlich aussehen. Für dieses Motiv verwende ich nur vier Farben. Das wird sein Siena Natur, Siena gebrannt, Ultramarin und etwas preußisch blau. Meine Skizze ist etwa Handteller groß und dient eigentlich zum Festlegen der Tonwerte, aber auch hier schon achte ich auf die Linien, die die Wellen im Meer vorgeben. Diese Wellenkämme sind nicht immer gerade und parallel zum Horizont, sie neigen sich in Ufernähe relativ stark. Wenn man das nicht beachtet, sieht das Bild meistens sehr, sehr eigenartig aus, weil es einfach nicht stimmt. Jetzt übertrage ich meine Skizze auf das Aquarellpapier. Ich zeichne hier keine Details vor, sondern nur die groben Umrisslinien. Das reicht wirklich aus. Manchmal werde ich gefragt, ob denn eine Vorzeichnung auf dem Aquarellpapier überhaupt notwendig sei. Nun, ich kenne sehr viele gute Aquarellisten und alle zeichnen vor. Die ganz großen bekannten Aquarellisten beginnen ausnahmslos ihr Aquarell mit einer Vorzeichnung, meistens eben mit Graphitstift. Also dürfen wir das auch machen. Diese Vorzeichnung ist auch das Grundgerüst des Aquarells und gehört irgendwie dazu. Was ich aber nicht mag und was man auch nicht tun sollte, ist eine exakte Zeichnung mit Farbe auszumalen. Das ist nicht gut. Obwohl ich eine nicht gerade kleine Pinselsammlung habe, werde ich heute nur drei Pinseln davon verwenden. Das sind zwei Flachpinseln und einen Schlepper für dünnere Linien und für Feinheiten. Hier, das Malen mit Flachpinseln hat den ganz großen Vorteil, dass man einfach gezwungen ist, etwas großzügiger zu malen. Man kann mit den Flachpinseln nicht jedes Detail aufs Papier bringen. Zuerst befeuchte ich den oberen Bereich meines Papiers. Und jetzt wird die Farbe des Himmels gemischt, Ultramarin und ganz wenig Siena gebrannt dazu, weil ich einfach keinen so ganz blitzblauen, strahlend blauen Himmel malen möchte. Ich will auch den Himmel nicht überbetonen bei diesem Bild, weil man ja in der Landschaft genügend Details erkennen soll. Ein zu lebhafter und sehr dominanter Himmel würde vom Hauptmotiv ablenken und ist gerade bei solchen Motiven nicht angebracht. Es ist übrigens völlig egal, welchen Pinsel Sie zum Malen des Himmels verwenden. Es könnte genauso gut auch ein breiter Ziegenhaarpinsel sein oder ein großer Rundpinsel. Wichtig, kein zu kleiner Pinsel. Ja, ab und zu setze ich noch einige dunklere Farbstriche in das noch feuchte Blatt und man sieht, die Farbe verbindet sich ganz weich mit dem Hintergrund. Dabei ist aber unbedingt zu beachten, dass die neu aufgetragene Farbe nicht zu nass ist, denn dann erhält man diese nicht sehr schönen Blumenkohleffekte, diese unschönen, scharfen Ränder. Jetzt wird die Farbe für das Wasser gemischt. Es ist Ultramarinblau, ein wenig preußischblau, um die Kühle des Wassers mehr zu betonen und wieder ganz wenig Siena gebrannt.
Man sollte ausreichend Farbe mischen, denn nichts ist unangenehmer, wenn während des Malens die Farbe ausgeht. Ich versuche, einen geraden Horizont hinzubringen und male das mit der Breitseite des Pinsels mit kurzen Strichen und versuche, einige wenige weiße Stellen freizulassen, die dann die Schaumkronen entfernt liegender Wellen andeuten sollen. Um einen geraden Horizont hinzubekommen, könnte man natürlich auch den Bereich des Himmels mit einem glatten Kreppband abdecken. Natürlich sollte man das nur mit gutem Aquarellpapier machen, denn sonst kann es passieren, dass beim Abnehmen des Kreppbandes Papierfasern kleben bleiben und unschöne Effekte auf dem Aquarellpapier erzeugen. Hier kann man gut sehen, dass ich zum Vordergrund hin diese weißen Wellenkämme, die ich stehen lasse, leicht abschräge. Das ist nicht mehr parallel wie der Horizont. Ich benutze auch sehr oft die Ecke des Pinsels, gerade hier, wenn ich nicht so breite, große Flächen malen möchte. In die noch nasse Farbfläche setze ich noch einige dunklere Akzente. Zum Vordergrund hin benutze ich wieder die Ecke des Pinsels und das soll ganz locker und leicht gehen, sollte man natürlich vorher auf einem anderen Blatt ausprobieren, denn man soll auch spüren, dass es Spaß macht, so etwas zu malen. Also vorher gut durchatmen, nicht verkrampfen und locker bleiben. Wenn das Papier wieder trocken ist, stelle ich nochmals so eine Mischung her, und zwar wieder aus Ultramarinblau, Preußischblau und ganz wenig Siena gebrannt. Das soll aber jetzt kompakter und dunkler sein, darf also nicht zu wässrig sein. Mit dieser Mischung male ich die dunklen Schatten der Wellen und ziehe sie mit dem etwas getrockneten Pinsel nach unten hin etwas aus. Auch dafür eignet sich der Flachpinsel ganz ausgezeichnet. Mit dem breiteren Flachpinsel lege ich jetzt ganz locker die Untermalung der Felsen und der Küste an. Das ist eine Mischung aus Siena Natur und ein wenig Siena gebrannt. Relativ wässrig. Ich male nicht alles zu, einige Stellen bleiben weiß. Nach dem Trocknen verwende ich die gleiche Farbe wie für die Wellenschatten
für den Schatten des Gebäudes oben auf der Klippe. Für die Dachkanten kann man wunderbar die Kante des Pinsels einsetzen, wenn man nur den Pinsel steil genug hält. Mit der Kante und den Ecken des Flachpinsels male ich jetzt die dunklen Stellen zum Wasser hin. Und Sie haben es erraten, die Mischung ist Ultramarinblau und Sienna gebrannt. Diesmal aber etwas kompakter, weil ich ja dunkle Stellen malen möchte. Um ganz tiefe Schatten zu erzeugen, kommt etwas mehr Ultramarinblau dazu. Blau, auch Ultramarinblau, zählt ja zu den kalten Farben und wirkt auch bei gleichen Tonwerten dunkler und kühler. Selbstverständlich können Sie jeden Pinsel verwenden, es muss nicht gerade der Flachpinsel sein. Ich finde nur, gerade zum Malen dieser Mole und auch um das Abgleiten in zu viele Einzelheiten zu verhindern, diesen Flachpinsel sehr, sehr praktisch. Dennoch, und ich kann es gar nicht oft genug betonen, viel wichtiger als Pinsel ist gutes Aquarellpapier. Gerade als Anfänger ist es wichtig, gutes Papier zu verwenden, weil man sich einfach leichter tut. Dabei ist gar nicht die Marke ausschlaggebend. Es gibt sehr viele gute Hersteller, die auch gute Papiere auf den Markt bringen. Ich sage auch bei meinen Kursen immer wieder, nehmt das Papier, das ihr bereits gewohnt seid, wenn ihr damit gut zurechtkommt. Bei Einsteigern aber empfehle ich, nehmt bereits für die ersten Übungen ein gutes Aquarellpapier, denn nur dann werdet ihr schneller vorankommen und auch bessere Ergebnisse von Beginn an erzielen. Und das Malen macht wesentlich mehr Spaß. Nach dem Trocknen, dazu verwende ich im Studio meistens einen Föhn, mische ich eine hellgraue Farbe, bestehend aus Bergblau und etwas Sienna Natur. Das soll kein Grün sein, denn ich male zuerst die weiter hinten liegenden Büsche und Bäume. Wieder mit der Ecke eines Flachpinsels. Preußischblau und Sienna gebrannt ergibt eine wunderschöne, ganz dunkle, grünliche Farbe. Und genau diese Mischung verwende ich zum Malen der dunklen Hecken und Büsche und auch der Bäume oben auf der Klippe. Und alles wieder mit der Ecke meines Flachpinsels. Hier habe ich bei der Mischung etwas mehr Preußischblau verwendet, weniger Sienna gebrannt, damit die Mischung etwas grünlicher wird. Ein fertiges Grün verwende ich hier mit Absicht nicht, weil das zu Komplikationen mit der Farbharmonie führen würde. Denn mein Ziel ist, ein farblich ausgewogenes Bild zu erstellen, aber kein buntes Bild.
Wenn ich den Pinsel sehr steil halte und die Kante immer nur ganz kurz aufsetze, kann ich damit auch wunderbar entfernte Bäume malen, ohne dass ich dazu einen kleinen Pinsel verwenden muss. Auf dem Foto sind sie zwar nicht vorhanden, aber sie passen wunderbar zur mallorquinischen Landschaft. Ich setze mit der Kante des Flachpinsels noch einige dunkle Zypressen dazu. Die Mauern und Felsen auf diesem Bild, die ja noch sehr hell sind, werden jetzt etwas plastischer gestaltet und dazu verwende ich Bergblau und Sienna gebrannt in unterschiedlichen Mischungen. Ich trage ja die Farbe auch sehr ungleichmäßig auf, um unterschiedliche Strukturen anzudeuten. Die Wellen werden jetzt noch etwas verstärkt mit dem Flachpinsel und einer Farbmischung aus Ultramarin, Sienna gebrannt und ganz wenig Preußischblau. Die Unterkante dieser Dunkelheiten werde ich dann mit einem sauberen Pinsel etwas verziehen, also etwas nach unten ziehen. Mit ganz stark verdünntem Ultramarinblau lege ich eine ganz leichte Lasur über den hinteren Bereich des Wassers, sodass die weiß herausblitzenden Schaumkronen etwas gedämpft werden.
Einige Stellen aber bleiben natürlich weiß. Mit einer ebenfalls ganz stark verdünnten Lasur aus Siena Natur ziehe ich eine leichte gelbliche Lasur über Teile der Wasserfläche. Dort, wo es zu stark ist, nehme ich mit einem Papiertuch, mit einem Kleenex, etwas von der Farbe wieder weg. Mit der Pinselecke male ich nun noch die Fenster und Türen. Das heißt, ich deute sie eigentlich nur an, denn das Gebäude ist so weit weg, dass man keine übergenauen Details malen muss. Da die Farben beim Trocknen, gerade bei meinem Arschpapier, ziemlich stark aufhellen, setze ich noch einige stärkere Dunkelheiten in das Bild. Ich muss natürlich erst aufpassen, dass ich hier nicht übertreibe. Ich möchte kein Schwarz im Bild haben. Also eine Mischung aus Ultramarin und Siena gebrannt. Für die Steine und Felsen im Vordergrund wende ich nun den altbekannten Trick mit der Scheckkarte an. Ich habe natürlich eine alte Scheckkarte, die ich schräg durchgeschnitten habe, damit sie mir nicht zu groß ist. Lege zuerst mit dem Flachpinsel zwei Grundfarbtöne über den entsprechenden Bereich. Und zwar ist das eine Mischung aus Siena gebrannt und Siena Natur. Und daneben setze ich einige dunkle Flecken mit Ultramarinblau und Siena gebrannt. Jetzt ist Tempo angesagt, denn die Farben dürfen hier nicht antrocknen, die müssen noch feucht bleiben. Mit der Kante der Scheckkarte, die ich ganz leicht anhebe und leicht schräg halte, ziehe ich jetzt mit relativ starkem Druck die Farbe weg. Das heißt, ich verschiebe die Farben, sodass der helle Untergrund wieder zum Vorschein kommt. Noch ein paar kleine Korrekturen mit der Kante und Ecke des Flachpinsels und das gleiche Spiel geht jetzt im Vordergrund weiter. Zuerst einige sehr dunkle Flecken. Danach wird der Pinsel gut ausgewaschen und nun wieder die helle Mischung aus Siena Natur mit wenig Siena gebrannt. Die Flecken setze ich nebeneinander und solange das Ganze noch nass ist, verschiebe ich wieder die Farbe mit der leicht angeschrägten Scheckkarte.
Dabei muss man allerdings sehr aufpassen. Wenn man minderwertiges Papier hat, kann ich fast garantieren, dass man Löcher hineinschabt beim Wegkratzen der Farbe. Also nur hochwertiges Papier verwenden und ganz wichtig, versuchen Sie es vorher auf einem anderen Blatt, auf einem Probepapier, denn es sieht sehr einfach aus, ist aber nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Mit dem Schlepper und der dunklen Mischung ziehe ich jetzt noch einige Linien in die Felsformationen, um die Struktur noch etwas zu betonen. Solche Dinge machen richtig Spaß, man muss allerdings darauf achten, dass man nicht übertreibt. Bei dieser Steinmauer verstärke ich noch den Schatten mit etwas Ultramarinblau. Einige größere Steine lugen aus dem Wasser noch hervor, die setze ich auch mit der Kante meines Flachpinsels und der dunklen Mischung hinein. So sieht das Ganze schon etwas realistischer aus. An einigen Stellen im Vordergrund breche ich noch das Weiß mit einer
ganz wässrigen Mischung aus Bergblau und ein wenig Siena gebrannt. Und auch hier im Vordergrund möchte ich das Wasser noch etwas abdunkeln. Mit dem Schlepper und einer dunklen Mischung kommen noch einige Linien dazu, um harte Kanten aufzubrechen und das Bild noch etwas aufzulockern. Mit Deckweiß direkt aus der Tube werde ich die Gischt malen, einige Spritze noch draufsetzen und einige Linien noch unterbrechen. Direkt aus der Tube, also die Farbe ist richtig schön pastos. Noch ein kleiner Tipp. Deckweiß braucht man ja in Wirklichkeit nicht sehr oft. Eigentlich fast immer nur am Ende eines Aquarells zum Schluss, wenn man noch einige Lichter setzen möchte oder so wie hier Wasser etwas aufhübschen will. Und da Deckweiß eigentlich Titanweiß ist und Titanweiß relativ schnell und hart trocknet, kann es passieren, dass Tuben auch sehr schnell hart und unbrauchbar werden. Aus dem Grund empfehle ich immer bei Deckweiß oder Titanweiß kleine Tuben zu kaufen. Ja, und ganz zum Schluss brauche ich nochmal Titanweiß, aber jetzt flüssiger. Das heißt, ich nehme den Pinsel mit Wasser voll, mische das etwas auf der Palette, sodass das flüssiger wird und mit ganz lockeren, so schwungvollen, weichen Bewegungen setze ich noch einige so Schlingen in das Wasser hinein. Auch das sollte man vorher üben, dass das nicht zu plump und zu patzig wird. Eigentlich bin ich ja jetzt schon fertig, aber mir fällt jetzt auf, dass der Hintergrund etwas zu nahe wirkt, weil er sehr hell ist. Es lässt sich aber leicht abändern. Ich nehme Bergblau und ganz wenig Siena gebrannt und das noch sehr flüssig, also mit viel Wasser, und lege über einige Stellen des Hintergrundes eine leichte bläuliche Lasur. Das ist die Eigenheit von Bergblau, dass es nicht stört, dass es nicht fremd wirkt und dass sich das harmonisch in das Bild integriert. Aber jetzt bin ich wirklich am Ende des Videos angelangt und ich wünsche viel Spaß beim Nachmalen und bis bald auf diesem Kanal. Tschüss!